Ich glaube, das sind jetzt aber hier alle bei der Insel. Da düsen wir einfach mal gerade hinterher. Jetzt kommst du fix unterwegs, du. Ja. All diese Leben möchte ich gerne haben. Oh, die läuft aber doof, die Bombe. Ich will ja mal Mine sagen, das ist überhaupt keine Mine. Oh mein Gott, war das. Das war ganz schön knapp. Oh, Checkpoint. ...61 Kisten gibt's hier. So. Fahren wir als erstes mal hier rechts zum Schiff. Denn diese komische Statue teilt den Weg. Und hier vergisst man gerne mal hinzufahren. So. Und dann kommen wir jetzt gleich. Kommen wir auch zu den tollen Lebens. Nämlich. Ich hab's doch eben gesehen. Wo war das denn? Ich hab die Lücke eben gesehen. Kann man nicht hier rausfahren. Man kann aber nicht überall hinfahren, weil hier ist so eine unsichtbare Mauer. Aber das finde ich doch ganz cool. Weil man fragt sich so, wie komme ich denn da hin? Die eine Kiste habe ich geholt, ne? Ja. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Spaß mit den Rampen. Du bewegst dich nicht. Doch, du bewegst dich wohl. Ach, böses Mädchen. Irgendwo war hier was mit rückwärts. Da war was mit rückwärts. Und das eine Leben versuchen wir uns jetzt auch noch zu holen, was da unterm Wasser ist. Yes. Gut. Das Problem war, glaube ich, nichts. Jedenfalls hoffe ich das, weil ich bin hier... Ich fahre hier ziemlich unnachguckungsvoll lang. Unnachguckungsvoll, das ist jetzt das neue Wort. Da ist der Kristall. Nee, ach, ich verpeil das jedes Mal. Ich dachte eigentlich, ich hätte es irgendwann mal drauf. Aber nö. 30 Minuten. Möglicherweise habe ich das nicht rausgeschnitten. Das werde ich jetzt gleich sehen. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich mitessen möchte. ja. Weil ich habe nämlich noch ein paar Videos im Puffer, beziehungsweise Videos, die ich rendern muss. Und wenn ich die durchgerendert habe, ziehe ich erst hier die, hier das Video rein. Deswegen kann das sein, dass ich das bis dahin wieder vergessen habe. Oh ja, wir haben alles. Schön. Dann machen wir das Ganze noch auf Zeit. Wobei ich dann nicht zu diesem abgelegenen Schiff fahren werde. Weil das... Ich weiß nicht, ob es da so viele enorm hohe Kisten gibt, wo sich das lohnen würde, dass wir da noch irgendwie ein paar Sekunden rauskriegen, wenn wir den ganzen Weg wieder zurückfahren müssen. So. 1,42. So. Okay. Ja gut, aber dann weiß ich schon mal, dass ich die erste Kiste nicht mitnehmen muss. Das ist auch keine gute Kiste. Da ist eine. Eine Zweierkiste. Ah.
Oh. Ich glaube, das lohnt sich doch, wenn wir hier lang fahren und nicht durch diese Schlucht. Wo ich weiß nicht. War hier nicht eine Kiste? Hm, egal. Wow. Die lasse ich mal außer Acht, die da drinnen sind. Weil ich glaube, wenn ich mich da drin drehe und so weiter, verliere ich auch wieder Zeit. Wo es dann im Endeffekt schneller ist, wenn ich nicht hole. Ah, fuck, ey. Hätte ich das... Ich dachte, das wäre eine Zeitkiste. Okay. Ich habe gedacht, das wäre eine Zeitkiste, die erste. Hätte ich das gewusst, dass das nur eine Akkumaske ist, dann hätte ich die da gelassen und hätte mir die hinteren zwei geholt. Aber na gut. Aber das war ja eigentlich schon mal ganz gut, was ich hier so gemacht habe. Ich werde auch den gleichen Weg wieder hinten fahren. Mit meiner Insel. Und ich werde jetzt gleich ein bisschen näher am Schiff vorbeifahren, weil da hinten die Kiste bringt eh nichts. Dann können wir hier auch ein bisschen das Köpfchen schneiden, ne? Oh, das war knapp, dass ich die gekriegt habe. Wo ist das? Oh, mein Auge juckt. Wäh. Wäh. Da. Ah, okay, den zwei habe ich verpeilt. Ich finde es schade, dass wenn man mit Zeitbonus nur ins Ziel fährt, dass es einem nicht abgezogen wird. Das wäre halt echt cool. Warte, 1,42. Das war knapp. Gas! Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Oh mein Gott! Zwei Kiste verpeilt. Ich dachte, das wäre hier der Schipper. Okay. Was sagt the time? Yes! Puh. Okay. Das heißt... Das heißt, wir haben jetzt alles geschafft. Mein Vater hat mir gerade im WhatsApp geschrieben. Der hat ein neues Handy und ist ja jetzt anscheinend dran am Rumprobieren. Und er hat mir geschrieben, so... So. Future Frenzy. Tomb Raider. Ich glaube, wir machen das hier, weil das Level mag ich auch nicht.
Da haben wir heute ganz schön viel Koko-Level gemacht. Ich glaube bisher eigentlich nur, ne? So. Erstmal alle Kisten. Okay, Kreis ist das. Oh Gott, das auf Zeit. Das wird ein Fest. Nee, das will ich noch nicht. Ich glaube, ich mache hier drüben den einen Heißluftballon noch kaputt. Eieiei. Ich wollte eigentlich nicht mehr rülpsen. Nehmen wir mal mit. Kann man hier irgendwas? Okay. Hol ich mir mal gerade die Kiste hier. Glaube ich alles. Eine Kiste fehlt noch. Wo ist sie denn? Ach, da drüben. Okay. Okay, oh, das auf Zeit, ne? Mm. Da gibt es auf jeden Fall einen Weg, den man abarbeiten kann. Wie früh haben wir überhaupt? 17.40 Uhr. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir das noch. Ich habe das immer früher gemocht. Wenn ich genau in die Mitte von diesem Ding gelandet bin. Irgendwie mache ich das jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Okay, wir sollen darunter. Ich weiß gar nicht, ob es hier Zeitkisten gibt. Das war gut. Toll. Minute 11. War nicht gut. Ach du Scheiße. Ich hab noch nicht mal ein Relikt bekommen. Gibt's hier Zeitkisten?